der großen Flut 1962 wurden alle anderen Außendeichsbereiche, die es in dieser Art noch gegeben hat, mit in den Deichbau einbezogen, zum Beispiel in Krautsand, Hannöversand, solche Gebiete wie hier in Wilhelmsburg gibt es sonst nicht mehr zu sehen. Bei der Wasserburg ist die Besiedlungsart bis etwa 1150 so in dieser Form gewesen. Und wir finden es besonders schön, dass wir das hier auch so noch zeigen können. Die Menschen haben damals auf Wurten gebaut oder auf Warften, wie wir das noch von den Halligen her kennen. Und das ist eben hier auch noch so zu sehen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Das Haus liegt auf einer Wart, darum hieß es wohl auch Wasserburg. Das Gebäude ist eine sogenannte Großködnerstelle. Hier kann man noch deutlich erkennen, wie die Bau- und Bewirtschaftungsart in den vergangenen Jahren gewesen ist. Zum Beispiel kann man an der großen Felldörr, in die man mit Pferd und Wagen hineinfahren konnte, sehen, wie die Bauern ihre Feldarbeit erledigten und das Heu zum Beispiel zum Entladen auf die Diele gefahren haben. Es wurde von dort aus dann auf den Boden gepackt. Wenn man reinkommt in das Gebäude, an der linken Seite kann man sehen, wie Rinder und Kühe in Ställen untergebracht wurden, und an der rechten Seite ging früher die Wand ganz runter bis zur Außenwand. Erst viel später ist dort eine Wand eingezogen, ein kleiner Raum abgetrennt worden für die Haltung eines Pferdes. Das wurde nötig, als die Bauern sich auch auf Gemüsebau umgestellt haben und ihre Erzeugnisse zum Hamburger Markt bringen wollten. Das war halt mit Pferden leichter, deswegen musste auch ein Pferd auf das Grundstück. Die Wasserburg besaß zwei Feuerstellen, eine für den Wirt, also für den Besitzer, und eine für den Altenteiler. Um die Feuerstelle des Wirtes wurde später dann eine Wand gezogen und einen Küchenraum hergestellt, damit das etwas wohnlicher ist. Dann waren am Ende des Gebäudes und sind auch noch zu erkennen zwei Räume rechts und links, die den jeweiligen Familien gehörten. Und in der Mitte waren sogenannte Butzen. Butzen, das waren diese Schlaf- oder Wandbetten, in denen früher die Menschen zur Nacht geruht haben. Auch die Dachkonstruktion ist noch vollständig erhalten. Dieses Reetdach, auf diesem Gebäude ist ein wunderschönes Reetdach. Das liegt nicht wie bei anderen Häusern auf einem Hallendach, wie ein Ständerhaus, sondern es liegt auf den Außenwänden. Das Gebäude ist sehr abgeschieden und die Menschen, die darin wohnten, lebten ganz autark und haben natürlich darum auch eine Möglichkeit gehabt, ihre Schweine, wenn sie denn geschlachtet waren, zu räuchern. Sie hatten also eine eigene Räucherkammer. Um einen Teil des Gebäudes ist ein etwa 1 Meter hoher Sommerdeich. Das ist auch etwas, was es sonst in Hamburg gar nicht mehr gibt. Dieser Sommerdeich war dazu da, bei eventuell auftauchenden Sommerfluten das Wasser ein bisschen abzuhalten, denn wenn Schlick und Salz auf den Wiesen lagerte, fraßen die Tiere nicht mehr, sie wurden krank, und deswegen hat man das Gras und das Weideland ein bisschen geschützt. Bis ins 15. Jahrhundert ist die Besitzerfolge auf dieser Ködnerstelle zurückzuverfolgen. Zuletzt war sie im Besitz der Familie Wilhelm Benck. Diese Familie hat aber nach der großen Flut 1962, weil es doch zu einer ziemlichen Zerstörung kam, das Haus aufgegeben und an die Stadt Hamburg verkauft. Und jetzt vermietet oder verwaltet es halt das Liegenschaftsamt in Harburg. In den 70er Jahren ist es Hermann Westphal, dem damaligen Ortsamtsleiter, Hermann Kiesenberg, dem damaligen Vorstandsvorsitzenden des Vereins für Heimatkunde, und Herrn Dr. Oltmann,
ein in Wilhelmsburg praktizierender Arzt gelungen, dieses Gebäude in die Denkmalliste mit aufnehmen zu lassen. Und seitdem hat Herr Dr. Oltmann auch dieses Gebäude zu einem kleinen musealen, für ihn musealen Sommersitz hergerichtet und in den Sommermonaten dort auch vorwiegend gewohnt. Im Winter ist dieses Haus und dieses Gebäude nicht bewohnbar, weil man immer wieder mit Sturmfluten rechnen kann. Und ich erzählte ja schon, dass das Gebäude dann auch ungeschützt im Deichvorland steht. Nachdem Herr Dr. Oltmann verstarb, hat sein Freund dieses Haus weiterhin nutzen dürfen. Auch er hat dafür gesorgt, dass es gepflegt wurde, ein kleiner musealer Höhepunkt gewesen ist, zu dem auch Mitglieder des Vereins für Heimatkunde durchaus Zugang hatten. Zumindest haben wir viele Führungen dorthin machen können und waren immer gern gesehen und haben uns über all das, was dort so pfleglich behandelt wurde, gefreut. Der Nachfolger vor etwa 2 Jahren dieses Haus aus persönlichen Gründen aufgegeben hat, ist in sehr frevelhafter Weise immer wieder in das Haus eingebrochen worden. Es ist sehr, sehr viel kaputtgeschlagen worden und wir stehen da eigentlich vor einem großen Trümmerhaufen. Ich wünsche mir, oder der Verein für Heimatkunde wünscht sich, dass dieses Gebäude mit dem Anwesen drumherum vielleicht in die Hände gegeben wird des NABU oder des BUND oder der GÖP, der Gesellschaft für ökologische Planung, die ein kleines Naturkundezentrum dort einrichten könnten und vielleicht noch eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee anbieten und den Menschen, die es denn gern aufsuchen möchten, um zu sehen, wie man in dieser Gegend früher gelebt hat oder wie es auch im Heukenlock, was aus dem Heukenlock vorzustellen ist, was man dort alles wiederfinden kann. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube, ganz viele Wilhelmsburger würden sich darüber freuen, wenn es solch ein kleines, schönes Ausflugsziel gäbe.